Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Minecraft. Ich und meine Freunde Speedico und Nex werden euch Minecraft unterhalten. Nee. Hey. Komm, das fangen wir nicht gleich so an, mein Freund. Minecraft. So nett wäre nochmal was. Na gut, nichts Neues, aber. Ja, nichts Neues, ja. Aber wir ändern ein paar Sachen. Gleich zu Beginn. Also erstmal Aufgabenverteilung. Es wird dunkel, wir sollten dann gleich pennen gehen. Okay, das klingt gut. Ja. Oh nee. Oh. Man kommt und dann muss man wieder schon wieder schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Spee macht die Erntemaschine fertig. Sommer ist auch noch ein. Und Nex und ich machen eine kleine Höhlentour und finden Eisen. Weil wir sehr viel Eisen brauchen. Wirklich ja, so viel. Ja, bei dem, viel, was viel, wir viel machen wollen, ja. 2, 6. Brauche ich. Ja, und auf jeden Fall, ich gehe mal zu unserem Lager kurz und tu mal wen was. Was? Ein. Ach so. Ja, kannst du mal. Auf jeden Fall, wollen wir ein bisschen was ändern, damit wir gerade hier in Minecraft, weil wir immer ein paar aktuelle Sachen ansprechen wollen. Haben wir uns mal was gedacht, und zwar wollen wir ultra produktiv sein. Wir haben ein Thema natürlich zurechtgelegt, über das wir wahrscheinlich besser sprechen können jetzt, und alles durchgeplant und so weiter, und wir werden jetzt nur immer für eine Woche aufnehmen, damit nicht so viel im Voraus ist, weil damit wir auch besser jetzt auf aktuelle Themen reagieren können. Reagieren. Und so. Und wir machen 20 Minuten Folgen. Dann immer, weil ungefähr ist auch ein bisschen blöd. Dirk, wo bist du? Ich bin bei den Kisten oben gewesen. Ja, komm. Ja, ich komm, ja. Yeah. Wir müssen Vollstoff geben. Ja. So. Wenn du noch was brauchst, hier hinten Spitzhacken drin. Ja, ich habe noch ein paar Spitzhacken. Ich habe noch Fackeln und ich habe noch rohes Hühnchen. Fackeln habe ich, gut. Ja, ich gehe mal mit los. Wir gehen mal ganz unbetucht einfach hier Richtung irgendwo. Irgendwo, gut. Ja. In irgendwo. Ne, es kamen ja auch jetzt mal die Next-Gen-Konsolen raus. Also sowas wie PlayStation 4 und Xbox One. Und natürlich auch deren Spiele, die eigentlich erwartungsgemäß nicht so teuer waren. Oh, wo bist denn du da reingefallen? Ich bin da. Red ruhig weiter. Wir werden uns schon nicht vermissen. Ja. Also ich sag's mal so, ich bin ja eh so einer, der bei der neuen Konsolengeneration sagt, oh, abwarten, Tee trinken, ich hol sie mir erst, wenn ein paar gute Spiele erschienen sind. Aber ich habe mir immer so auf Spiele wie Killzone, Shadowfall für die PS4 oder Rise für die Xbox One geschaut, wie die so sind. Weil kommst du? Ja, ich komm. Weil bestenfalls müssen die ja immer schön einschlagen, damit man Grund hat, hier holt euch die neue Konsolengeneration. Brauchst du einen Kaktus? Rein prophylaktisch. Prophylaktisch. Ah, ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Ja, dann googelt's. Erzähl ruhig weiter. Irgendwann finden wir. Aua, einen Höhleneingang. Irgendwo findet ihr einen Höhleneingang. Na gut, ich sag's mal so, was zum Beispiel Kills und Shadowfall anbelangt, haben sie ja gesagt, sieht schön aus und so weiter, aber ist halt nur ein Shooter mit altbekannten Mechaniken. Sag ich immer dazu, habe ich erwartet. Not more. Auch bei den ganzen Sachen wie zum Beispiel Assassin's Creed 4 ist jetzt nicht, soll nicht wirklich grafisch Next Gen sein. Wundern tut's mich nicht, ist ja noch relativ am Anfang der Konsolengeneration da. Ist es mit der Grafik nicht immer so pralle? Ja. Und, ist das. Ja. Es gibt nur eigentlich zwei Spiele, die mich überrascht haben. Forza 5, wo alle gesagt haben, boah, cooles Rennspiel und so weiter, mit sinnvollen Neuerungen. Wo ich mir vielleicht irgendwann mal anschaue, aus der einfachen Begründung, ich mag eigentlich keine Rennspiele von Haus aus. Ja, genau. Ja, ist so. Ich bin jetzt nicht der Rennspiel-Fan. Ich schaue es mir vielleicht mal irgendwann an und fertig ist. Und Rise. Rise soll in dem Sinne aufgefallen sein. Ich habe mal irgendwo den Untertitel gelesen, die holste Grafikbombe der Welt, und ja. Wo bist du? Irgendweit dahinter dir. Hier geht es hinab in die Tiefe. Gut, dann gehen wir hier hinab in die Tiefe. Hier schon mal Eisen. Du kannst ruhig weiter erzählen. Ja, und eigentlich finde ich das schon fast schon typisch für Crytek oder so, dass sie jetzt irgendwie gameplaymäßig nichts mehr wirklich raushauen können.
weil. Komm, wir machen jetzt. Oh, warte, aufpassen. Ja. Warte mal, machen wir's so. Hier, bei dir. Bau mal noch eins runter. Pilz! Ja, du hast Pilze gefunden. Super, fein, toll. Ja, weil Crytek, sag ich mal ganz böse einfach, die haben mich schon verdammt oft enttäuscht. Einfach. Ich weiß nicht, wie hieß denn dieses komische Free-to-Play-Spiel, wo sie jetzt Warface. Auch dabei sind? Ja, das ist ja wohl der größte Scheiß überhaupt. Also das, ich mein, was ich auch gehört habe, das soll ja richtig scheiße sein. Das soll ja einige andere Spiele einfach meilenweit besser sein, auch grafisch. Was ich von Crytek ja auch nie erwartet habe, weil die engine-mäßig und grafikmäßig, die können schon was. So weit war ich ja noch nicht mal. Ich meine, ich bin es gewohnt, dass man Browser-Plugins installieren muss. Okay, das ist jetzt nicht schlimm. Ach, sowas? Ja, das war ja das. Und es ging mir so auf den Sack mit diesem Browser-Plugin. Also ich weiß nicht mehr genau, ich kann euch nicht mehr genau sagen, was es war. Es ist nur eins Fakt. Es hat mich so zur Weißglut getrieben, dass ich das gleich wieder deinstalliert habe. Wow, neuer Und das Rekord. Schaffen selten Spiele. Ja, also das war schon... Ich Grenzwert? Müsste jetzt, ja, ich müsste jetzt googeln oder in unserem Chatverlauf gucken. Aber das war... Nee, das geht gar nicht, was die da abgezogen haben. Hm. Ja, keine Ahnung, oh. Ich habe eigentlich früher nur... ey, cool, das sind ja Bahnstationen und so weiter. Wo bist denn du hingelaufen? Ich bin in die gegenteilige Richtung von dir gelaufen, einfach weg von dir. Typisch. Ja. Typisch. Echt typisch. So, aber hier ist eine Bahnstation Neues, und da ist Eisen. Aber ich sage euch eins, ja. Erde unter Tage, ihr wisst, was das bedeutet. Der gekonnte Minecraft-Experte weiß Bescheid. Was es bedeutet, wenn sehr viel Erde unter der Erde, ja, das war jetzt mal sagen, ja, das war gut. Das war ein... ist, da ja. ist irgendwas im Busch oder im Stein, je nachdem. Und in der Erde. Kannst mich nicht dissen. Außer im Stock ist unter Erde. Scheiße, scheiße! Stirb, Spinne, stirb! Oh, scheiße. Wie? Neue Spitzhacke. Ha, du kommst hier nicht durch, aber ich kann dich töten. Warte, hier ist nichts. Hier ist auch eine Sackgasse. Ich komm mal zu dir. Das ist... Oh, fuck! Die hat mir Aua gemacht. Ich finde noch was für euch. Ja. Stirb, Spinne, du magst mir Aua. So, Spawner kommt weg. Also ich habe auch gerade zu dem Thema... du hast Eisen übersehen. Da war ein Spawner. Zu dem Thema habe ich von Next Gen Generations Dingens Konsolen gedöns. Was habe ich denn da gesehen? Ein Video, wo sie sich drüber lustig gemacht haben über die Xbox One und das CD-ROM-Laufwerk, das so schön geknattert hat, wenn man eine DVD oder so reingelegt hat. Da kamen hunderte von, ja, hunderte ist ein bisschen übertrieben, aber da kamen, ich weiß nicht wie viele nacheinander, wo es dann immer so, ich kann das nicht nachmachen, aber ist egal. Dieses typische CD-ROM-Laufwerk, nicht geknatzt, aber halt irgendwas so rattert. So, ich kann das nicht beschreiben, ich müsste das raussuchen und ich weiß nicht, wo du bist. Und ich finde der nicht. Also, ich weiß, wo der Zombie hier ist, der ist hier vor mir. Ich habe nicht mehr viele Fackeln. Warte mal, ich gehe mal zum Eingang. Hallo, Creeper! Bam! Ich höre auf jeden Fall Creeper. Hast du ihn kaputt hören, gehen, sehen? Ja. Das war jetzt ein Rhyme, oder? Da kommt mal raus, ja, aber, auf jeden Fall. Das Video habe ich gesehen. Mhm. Oder ja. Auch, ich habe ein Video gesehen zur PlayStation 4. Mhm. Wo sie schön. Die hat doch so einen blauen Streifen, wenn sie an ist, ne? Mhm. Ja. Das Schöne ist, die Leute haben gleichzeitig ihren Fernseher gezeigt, wie die Ding an war, die PlayStation, aber kein Signal ankam. Yay! Ja. Also das typische Lustigmachen über Konsolen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwo. Es geht sogar noch viel schlimmer, wenn er rot leuchtet, dann kannst du ja neue PS4 kaufen. Oder einschicken. Kann man machen, muss man aber nicht. Kannst ja auch einfach aber zerstören. Klein zum PC. Ja. Na, ich sag's mal so, für mich, bei der Xbox One, um zum einen Spiel zurückzugehen, Rise einfach, weil ich darüber jetzt mal einfach schimpfen will, über Crytek und ihre Unfähigkeit, weil das stört mich schon länger, das stört mich schon seit Crysis 2, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ja alle eigentlich Crysis 1 gespielt, oder? Richtig. Ja. An die lieben Zuhörer, falls irgendein Spoiler kommt,
Ihr wurdet hiermit gewarnt zu Crysis 1 und Crysis 2. Crysis 3 kann ich nicht garantieren. Und, das bin ich der Einzige, wo es gespielt hat. Ja, deswegen. Ich hab mir das LP angeguckt, ja? Da hast du schon mal mehr gemacht als ich zum Beispiel. Weil ich hab aber gar ich nichts. Sage nicht von wem, weil sonst heißt es wieder. Naja, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall erzähl mal. Da war ein Skelett. Erzähl deine Story. Ich habe keine Fackel mehr. Ich muss immer zu dir. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo du noch bist, wär's schön. Egal. Crysis 1, ich sag mal so, es war kein super Spiel. Grafisch war es zwar super hübsch halt und so detailliert, aber spielerisch war es so einfach so, naja. Manche bist du haben bei deinem Bahngang noch? Nee, da bin ich schon weg. Ich komme mal zurück. Spielerisch, wie gesagt, einige hätten gesagt, blöd. Hier bin ich. Oh, fucken. Hier. Spielerisch gesagt, blöd. Aber für mich hat es gereicht, ehrlich gesagt. Ich war zufrieden und fertig. Auch am Ende des Spiels war ich zufrieden. Also es war ein gutes Spiel. Ja, es war ein gutes Spiel, fertig. Und wenn sie nächsten Teil gemacht haben, die haben ja von der Community teilweise so gesagt bekommen, ja, mit einem Anzug wie ein dynamischer machen, und das haben sie auch im zweiten Teil gut gelöst. Was sie hingegen nicht gut gelöst haben, war die ganze Story. Die war, fand ich, von Anfang bis Ende beschissen. Insbesondere, wenn man jetzt noch den Vergleich zwischen 1er zieht und 2er, weil ich weiß da nicht, inwieweit jetzt ich den 1er zählen kann, storytechnisch. Ja, es ist ja nicht mehr viel miteinander zu tun, sagen wir es mal so. Ja, so, ja, genau. Richtig, ja. Game ist nichts mehr hier. Jeder hat einen Anzug und so, aber ja. Ja, cool, ein Anzug. Wir sind jetzt super stark und wir können jetzt machen, was wir wollen. Und ja, das sind die Aliens und ja, die Aliens sind eigentlich nicht das anders. Ich möchte nicht. Aber stört ja keinen, weißt du? Austauschbare Aliens, es ist ja normal, dass sie sich 10.000 verschiedene Formen haben. Das haben wir Menschen doch auch. Ja, natürlich. Ja. Also. Die einen sind größer, die anderen sind kleiner, alles also verschiedene. Es gibt die Vollspackos und. Alter! Was ist los? Wo kommt ihr denn her, ihr Party-People? Da brauchst du dich gar nicht so aufzublasen. Boom! Oh, ich hab was Freund gehört. Ich komme mal zu dir. Kannst du? Auf jeden Fall bist du ja wie bei dir wahrscheinlich. Alter, noch einer, ich krieg die Krise. Wo kommen die alle her? So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo du bist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass du in der Nähe irgendwo bist. Da, wo es immer Explosionen gibt, würde ich mal gehen. Explosionen! Zombie. Ja, was wollt ihr denn noch alles mir schicken? Ja? Sonst nur irgendwas? Ja, also... Dire Crisis, naja. Irgendwo muss ich jetzt verlaufen. Ja, ich auch. Toll. Gut, ne? Zwei Deppen gehen in eine Höhle, keiner kommt mehr raus. Yay! Ich find's lustig. Ja, klar, du bist hier in der sicheren Heim hier. Alter, muss ich noch raus aufpassen. Da war ich schon, das ist auf jeden Fall klar. So, gut. Vorne ist ein Zombie. Kohle. Kohle. Ja, na jedenfalls, hier, ich habe ein Eisenerz, ich schlag dich damit. Stirb. Ich bin wieder auf dem Weg nach oben auf jeden Fall. Na jedenfalls, wie gesagt, Crysis. Das war das. Alter, Mini, blödel Teil, ich hasse dich, stirb. Stirb, du blödel Mini. Erzähl weiter, los. Stirb, Alter, nein, jetzt geh weg. Tick-Tack, Tick-Tack. So, und jetzt lasst ihr mich in Ruhe, ich will nämlich fressen, bevor ich sterbe. Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tack. Hallo, ja. Spinne. Komm her. Da! Gut. Ich sehe kein Creep. Ja, wie gesagt, Rise zum Beispiel, damit wir jetzt mal auf das Spiel zukommen, was es für ein Problem hat. Grafisch soll es natürlich Bombe aussehen, aber spielerisch soll es total blöd sein. Also zum Beispiel immer die gleichen Gegner, eine schlecht erzählte Story, ja. Gleiches Gameplay. Ist es noch schlimmer? Also, wie hat man beschrieben, immer die gleichen schlauchartigen Levels. Und es gibt zwar ein paar
Sachen, die das ein bisschen abwechseln, wie zum Beispiel Schildkröte, wo du in eine Schildkrötenformation hochgehst, Schilde hoch zum Abwehren und Speere werfen. Oder du gehst so, wie so in so manchen Shootern, an so Ballistkanone oder Ballista, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Ach so. Und schießt Gegner ab. Aber da kannst du genauso gut einen Knopf drücken und irgendwo hinzielen. Dann kommt aufs Gleiche hinaus, sagt man, haben die gesagt. Tja, scheiße. Ja, ich weiß. Und ja, jetzt ich persönlich brauche solche Spiele einfach gar nicht. Reizen mich nicht. Und ja. Crytek also packt es einfach nicht, so ein gescheites Spiel zu machen, finde ich. Die können gut aussehende Spiele machen, auf jeden Fall. Aber dann hört es, glaube ich, auf. Aber das war so. Ja. Wie gesagt, also zum Beispiel anhand von Crysis 1, die haben da so viel falsch gemacht, von Sprung vom 1 auf den 2er. Keine Ahnung, die haben zwar auch vieles richtig gemacht, wie zum Beispiel einen Anzug dynamisiert, kann man sagen? Keine Ahnung. Jedenfalls war er einfach viel flexibler damit und das war cool. Ich habe einen zweiten Spawner gefunden, so nebenbei, und hab den mal cool gelootet. Jetzt will ich aber mal wieder nach Hause, so langsam. Ach, so langsam, Memme. Ich bin bei deinem ersten Spawner. Ich bin irgendwo. Ja, schön. Nirgendwo. All das sind EXP-Teilchen. Die liegen da frei rum. Ich würde es mal mitnehmen. Ja, ich seh dich. Wo war's? Guck nach oben. Nö. Nein, ist mir auch egal. Idiot. Ja. Ich stehe zu. Dreh dich um? Nein, das ist jetzt Eisen, das hole ich mir erstmal. So. Da ist auch Eisen, das hole ich mir jetzt auch erstmal. Ich hole mir gerade ein paar Schienen wieder. Wie sollen die ihr Bergwerk machen, wenn du die ganzen Schienen klaust? Mir egal, hallo, die hatten hier schon Abschnitte, da war nur immer ein Feld ausgefüllt. Ein Feld war was, ein Feld war nichts. Nicht mein Problem. Sollen sie doch mal anständig bauen? Ja. Weil hat er schon mal geklaut und hat gedacht, naja, die Hälfte kann man den ja übrig lassen. Nö. Also ein Dieb mit Herz, wow. Ist dir was Schlimmes? Beeindruckt. Was? Du hast ja die Gier des Bergmanns wird bestraft. Weiß ich. Ich gehe jetzt raus. Ja, dann müssten wir uns erstmal wieder finden. Ich bin jetzt vorm Ausgang. Du bist vom Ausgang, was soll das? Gut, war gelogen, heißt? Ich bin noch nicht vom Ausgang, aber fast. Das werde mich jetzt auch ich würde mal sagen, er hat sich eindeutig verirrt. Nein, ich finde raus, irgendwann. Wie viel Essen hast du dabei? Noch eine Karotte. Das ist schlecht. Ich habe dich aber irgendwo gesehen, jetzt richtig nicht mehr. Und ich lauf rum und habe eine Sackgasse, dreh um. Ja, toll. Das sind Fackeln, wie wär's, also. Du bleibst mal stehen, dass wir uns wenigstens gemeinsam finden. Unmöglich. Ich glaube, ich bin Reingänger. Wow, Giftspinnen! Ah, Spawner! Was? Das Kill-Szenario! Kommt alle her! Ach doch. Ja, jetzt bin ich beim Ausgang. Das ist definitiv der Ausgang. Das ist da, wo wir reingekommen sind. Komm, da! Ja, das ist ja schön für dich. Ich habe hier einen Spinnenspawner. Was? Junge. Was? Wo bist du? Ich habe hier einen Spinnenspawner. Jetzt ziemlich weit unten. Ja, gute Beschreibung. Höhe. Warte. Was? Hast du das gehört? Ja. Das war ein Creeper. Bist du bei mir auf jeden Fall. Ach, soll ich jetzt noch unten bauen? Ja, am besten ein Lauerfeld neu. Ja, da ist Eisen. Ja, wo kommst du denn her? Ich baue jetzt nach unten einfach. Da vorne ist Lava. Ach gut, dann eigentlich weißt du schon fast, wo du bist, wenn du da Lava ist. Ach, ich schau jetzt mal vorbei. Ja, das muss nicht sein, dass du weißt, wo ich bin. Das muss nicht sein. Die Lava geht hier einfach mitten rein. Da vorne ist noch ein Spawn. Warte mal, ich schau mal in der Nähe. Oh Gott! Seit wann gehen Kiesblöcke durch Spinnennetze durch? Und so langsam? Ah, oder gut. Ist das jetzt ein Bug? Hast du nie ausgetestet? Das ist auch original. So, ich muss jetzt mal gucken, dass die Lava hier weggeht. Ist ein Lava Safety mehr. First, meine lieben Leute. Ja, Safety First. Nächster Spinnspawner im Eimer. Da vorne noch einer.
Oh, toll, da geht's runter. Kann ganz sein. Tief. Scheißen Dreck, ey. Ich versuche rauszukommen jetzt. Versuche es, okay? Ah, weil toll. Mein Motherfucking Tile of Godness ist fast kaputt, Sko auch.